Die Schatzsuche. Hallo, Pocoyo. Nicht hallo. Oh, du bist ja ein echter Pirat. Oh, ich befürchte, dass du nicht der einzige Pirat bist, der diese Gewässer unsicher macht. Es ist Rotfederpato. Hallo, Ellie. Oh, ich meine Kapitänin Ellie. Oh, eine Flaschenpost. Ist es ein Brief oder eine alte Geschichte oder eine Pirateneinkaufsliste? Eine Karte. Karte, Schatz, suchen! Pirat Pocoyo, zeig uns den Weg. Du kannst die Karte nicht lesen, oder? Gute Idee, Kapitänin Ellie. Als erstes solltet ihr herausfinden, wo Norden ist. Okay, so ist es besser. Piraten, suchen wir den Schatz. Endlich haben wir ihn gefunden. Schatz! Oh, was ist es? Zeig schon, zeig schon. Noch eine Karte? Was für ein toller Schatz. Und seht, dort steht, dass eine weitere Schatztruhe auf dem Meeresboden versteckt ist. Ja! Tauchende Piraten, lasst uns weitersuchen. Schnell, öffne die... Oh je. Der Schatz gehört uns. Ein Hoch auf die siegreichen Piraten. Karte? Und da steht, dass es noch mehr Schatztruhen zu entdecken gibt. Fantastisch! Du hast recht, Ellie. Wie kommen wir wieder aus dem Wasser? Oh, hallo, Wal. Weißt du vielleicht, wie wir wieder an Land kommen? Oh, wow! Hervorragend! Da muss der Schatz sein. Er wird endlich uns gehören. Oh nein, es ist wütender Alien. Und er sagt, dass wir seinen Planeten unerlaubt geentert haben und er uns auslöschen wird. Wir sind verloren!
Das ist die echte Schatztruhe. Wütender Alien wollte uns nur helfen. Er ist einfach der netteste. Oh. Oh, wie aufregend. Schnell, macht sie auf. Aber das sind ja ganz, ganz viele Schatzkarten. Karten! Alienkarte? Ein Hoch auf die Piraten und ein Hoch auf den besten Schatz. Noch mehr Schatz suchen. Macht's gut. Bis. Die Schatzsuche. Hallo, Pocoyo. Hallo. Was wollen wir heute spielen, Pocoyo? Oh ja, ich sehe es auch, Pocoyo. Da glänzt etwas. Ich bin mir nicht sicher, ob Pocoyo weiß, was das ist. Kann vielleicht einer von euch sagen, was Pocoyo da in der Hand hat? Das ist ein Schlüssel. Schlüssel! Ganz richtig. Ein Schlüssel. Und damit kann man wer weiß, was für Überraschungen aufschließen. Ist das spannend? Genau so, ja. Und weißt du was? Wenn ich mich nicht irre, dann braucht man genau so einen Schlüssel, um eine Piratenkiste mit einem Schatz aufzuschließen. Schatz? Das ist ja erstaunlich. Das sieht aus wie... Das ist ein Schlüsselloch, Pocoyo. Schatz? Versuchen wir's. Oh, ich habe ja schon einige Schätze entdeckt. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Hallo? Schatz? 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 Tja, hier ist wohl kein Schatz zu finden. Entschuldige, dass wir dich geweckt haben. Schlummerpieps. Schlüssel! Schatz! Hey, noch ein Schlüsselloch. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir einen Keller haben. Überrascht, uns zu sehen, Pato? Schatz, Pato! Schatz, Elli, Schatz! Na los, versuchen wir's.
Jetzt sind wir auf dem Meeresgrund. Schatz? Es sieht so aus, als ob hier weit und breit nicht die Spur eines Schatzes ist. Also ich glaub's ja nicht. Seht mal. Schatz! Wisst ihr was? Das könnte wirklich einer sein. Wir finden einen Schatz. Nach all dem, was heute passiert ist, überrascht mich das gar nicht. Na los, Pocoyo, mach die Truhe auf! Wer weiß, was da drin ist? Süßigkeiten? Spielzeug? Was kann das nur für ein Schatz sein? Was ist es? Was ist drin? Könnt ihr alle mal schnell nachsehen? Sagt mir schnell, was da in der Schatzkiste ist. Schlüssel! Ganz viele Schlüssel! Schatz! Nach all dem Spaß, den wir heute hatten, ist das der schönste Schatz, den es gibt, nicht wahr? Schlüssel zu allem. Schaut weiter hinter jede Tür, fragt weiter jede Frage, erforscht jeden Winkel der Welt. Dann findet ihr noch viel, viel mehr Schätze. Toll gemacht, Pocoyo. Danke euch allen. Macht's gut. Bis bald. Detektiv Pocoyo. Hallo, Elli. Ist das nicht ein herrlicher Tag für ein Picknick? Ui, es donnert. Da kommt ein Gewitter. Vielleicht solltest du schnell deine Sachen packen, damit sie nicht nass werden. Haha, das war ja gar kein Gewitter. Das war nur Pato mit seiner Pauke. Da sind wir wieder, so als ob nichts geschehen wäre. Kann vielleicht einer von euch Elli sagen, wer oder was bei ihrem Picknick fehlt? Ihre Puppe. Ellis Puppe ist nicht da. Na, 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 Elli, nicht aufregen. Ich bin mir sicher, deine Puppe muss hier irgendwo sein. Wann hast du sie zum letzten Mal gesehen? Elli? Denkst doch bestimmt nicht, dass Pato deine Puppe genommen hat. Pato, so etwas würdest du doch nie machen. Siehst du? Elli, also das ist wirklich nicht nett. Aber Elli, Schlummerpieps kann deine Puppe gar nicht genommen haben. Also, Elli, das geht nun wirklich zu weit. Nein, Elli, diese glitzekleine Raupe kann doch gar keine Puppe wegtragen. Hallo, Pocoyo. Hallo. Elli, würdest du dich bitte wieder etwas beruhigen? Elli ist ganz traurig, weil sie ihre Puppe verloren hat, Pocoyo. Wie? Pocoyo, du glaubst, du kannst Elli helfen? Was ist denn das? Detektiv Pocoyo. Ah, alles klar. Dann haben wir hier das Büro von Detektiv Pocoyo. Bitte. Herr
Detektiv. So verstehen Sie doch. Ellie braucht jemanden, der ihre Puppe wiederfindet. Ich such sie. Detektiv Pocoyo sucht nach einem Verdächtigen. Ich glaube nicht, dass Pato die Puppe genommen hat. Wir waren doch dabei. Das hätten wir doch mitbekommen. Ja? Detektiv Pocoyo möchte wissen, ob einer von euch die Puppe genommen hat. Nein, Pocoyo. Jetzt verfolgt Detektiv Pocoyo einen anderen Verdächtigen. Nicht jetzt. Ellie, wir dürfen Detektiv Pocoyo nicht hetzen, verlorene Puppen wiederzufinden. Das braucht doch Zeit. Aha, Detektiv Pocoyo ist an den Ort des Verbrechens zurückgekehrt. Ellie möchte schon wieder wissen, ob sie etwas gefunden haben. Da! Ellie, da ist ja deine Puppe. Nein, ich meine, sie ist wirklich da. Könnt ihr alle zusammen Ellie sagen, wo ihre Puppe ist? Hinter dir! Sie ist auf dem Bett. Du musst sie eingepackt haben, als du ganz schnell vor dem Gewitter fortgelaufen bist. Herr Detektiv? Ellie sagt, sie können mit der Suche aufhören. Ich nehme an, der Fall ist gelöst. Nein. Nein? Detektiv Pocoyo findet etwas an Ellies Benehmen sehr verdächtig. Ellie hatte ihre Puppe gar nicht verloren. Detektiv Pocoyo meint, du solltest dich bei deinen Freunden entschuldigen, Ellie. Genau. Heute ist ein wirklich schöner Tag für ein Picknick und für Kriminalfälle. Bravo, Detektiv Pocoyo. Macht's gut und bis bald. Halloween-Geschichten. Hallo alle zusammen. Hi. Ich sehe, ihr seid schon alle in euren Halloween-Kostümen. Hallo, Nina. Und wo ist deine Verkleidung? Du weißt nicht, was Halloween ist? Nun, Halloween ist eine ganz besondere Nacht, in der jeder sich einen Spaß daraus macht, jeden anderen zu erschrecken. Siehst du? Eine furchterregende Mumie. Ein angsteinflößender Werwolf. Und ein spukender Gespensterpirat. Was ist das, Pato? Du willst eine Gruselgeschichte erzählen? Nun gut. Pato, lass sie uns hören. Es lebte einmal vor langer Zeit ein alter Pirat. Er durchstreifte die dunkelsten dunklen Ozeane, beladen mit einer Truhe, die randvoll mit leckeren Süßigkeiten. Da plötzlich aus dem schaurigen Nebel heraus ein Geisterschiff. Geisterschiff!
Der Geisterpirat schickte einen riesigen Kraken aus, um die Truhe zu stehlen. In schreckenerregende Geistersüßigkeiten zu verwandeln. Nun, ich nehme an, das war gar nicht so gruselig, oder? Pocoyo, willst du es jetzt versuchen? Ja! Vor langer Zeit einmal lebte ein einfacher Junge, der, wenn es Vollmond war, ein schrecklicher, einem die Haare zu Berge stehen lassender, unerträglicher Wolfsjunge wurde. Nun, der Wolfsjunge will einfach nur fangen spielen. Ellie, willst du es jetzt versuchen? Es war einmal eine Mumie. Die ging eines dunklen und stürmischen Tages auf den Friedhof, um mit ihren Puppen ein gemütliches Picknick zu machen. Und als eine seltsame und verwunschene Musik zu spielen anfing, feierten sie alle eine Zombie-Tanzparty. Nina ist ganz und gar nicht erschreckt von all dem. Hui, was kann das sein? Süßes oder es gibt Saures. Ha! 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 Das hat jetzt all einen Schrecken eingejagt. Ha! Happy Halloween! Pocoyo? Hallo! Autsch! Was ist denn das? Tür? Ja, ich frag mich, was dahinter ist. Was meint ihr? Soll Pocoyo die Tür aufmachen und nachsehen? Zum Himmel. Nun, das ist wirklich außergewöhnlich. Pato!
Was ist denn mit dem Himmel passiert? Halt, halt! Pato will sich noch die Fische ansehen. Vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, wo Pato hingegangen ist? Durch die Tür! Pato, da bist du ja! Pocoyo sucht dich. Warte! Pocoyo, du hast ihn gerade verpasst! Pato! Pato, warte! Oh je, tut mir leid, Pocoyo, du hast ihn schon wieder verpasst! Oh nein. Das ist aber eine seltsame Tür. Versuch's nochmal. Hast du ihn gesehen? Pato? Ja, da war er eben. Türen. Was soll das nur bedeuten? Nicht aufgeben. Ah, das Geräusch kenne ich. Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, wonach sich das eben anhörte? Pato! Pato! Ich glaube, ihr habt recht. Das hörte sich ganz nach Pato an. Vielleicht sollte dir jemand helfen, Pocoyo. Hallo, Elli. Pato, Pato. Großartig, du hast ihn gefunden. Was hast du, Elli? Du bereitest etwas Wichtiges vor? Was macht Elli bloß? Was soll das so Wichtiges sein? War Elli beschäftigt. Sie hat ein Fest vorbereitet. Was für eine schöne Idee. Ach, wunderbar, Pocoyo. Wie gut, dass du nicht aufgegeben hast. Macht's gut. Bis bald. Ja. Hol den Ball. Pocoyo und Lula gehen heute an den Strand. Hallo, Pocoyo. Hallo, Lula. Hallo.
schön, ein Tag am Strand. Sie haben einen Picknickkorb dabei und einen Sonnenschirm und... Pocoyo, wo läufst du denn hin? Da geht es doch gar nicht zum Strand. Ach, was für eine gute Idee, Pocoyo. Ein Ball. Er ist rund, orange und klein. Damit kann man wunderbar am Strand spielen. Rund. Ja, richtig. Rund, wie ein Kreis. Sehr gut, Pocoyo. Ich bin sicher, Lula freut sich schon darauf, am Strand mit dem Ball zu spielen. Ja. Pocoyo? Der Strand ist aber... Also, das ist auch nicht der Weg. Oh je. Da bist du ja. Und wo ist jetzt der Ball? Siehst du ihn, Pocoyo? Welches von den Dingen ist der Ball? Kann vielleicht einer von euch sagen, welches sein Ball ist? Das Runde! Es ist das Runde! Rund! Das ist richtig, Pocoyo. Dein Ball ist rund. Jetzt können wir an den Strand gehen. Unser Freund Pato scheint ja viel Spaß zu haben. Sehr schön, Pato. Oh nein, pass auf! Das war aber knapp, Pato, was? Achtung, jetzt kommt Lula. Oh, ui. Armer Pato. Dabei hatte er sich doch solche Mühe gegeben. Pato, Pato, ich glaube, Pocoyos Ball ist hier irgendwo dazwischen. Kannst du vielleicht helfen? Rund! Tja, Pato hat recht. Hier gibt es nur runde Dinge. Aber war dein Ball nicht noch irgendwie anders, Pocoyo? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, woran er seinen Ball erkennt? Er ist orange. Der Ball ist orange. Oh, Lula hat ihn auch entdeckt. Nein, nicht schon wieder. Oh, tut mir wirklich leid, Pato. Ellie jongliert. Wie gut sie das macht. Pass auf, Ellie. Oje. Hallo, Ellie. Ellie. Das sieht jetzt schon etwas schwieriger aus, nicht wahr? Vielleicht solltest du Ellie einfach sagen, wie dein Ball aussieht, Pocoyo. Rund. Orange. Nein, das ist er nicht. Was wissen wir noch über Pocoyos Ball? Er ist rund, er ist orange und... Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, helfen? Wie kann man herausfinden, welcher sein Ball ist? Er ist klein. Klein. Gut gemacht. So, da du deinen Ball nun wieder hast, können wir jetzt endlich zum Strand gehen.
Der Strand, da ist er. Wir haben es doch noch geschafft. Gut gemacht, Pocoyo. Letztendlich ist es doch noch ein herrlicher Tag für Pocoyo geworden. Und für mich übrigens auch. Macht's gut. Macht's gut. Bis bald. Sind wir schon da? Hallo, Elli. Machst dich auf zum Strand? Ah, einen ruhigen Tag ganz für sich allein. Das klingt sehr entspannend. Oh, schau mal, da ist Pato. Elli, ich habe den Eindruck, dass Pato gerne mit dir mitkommen würde. Was meinst du, Pato? Du hättest nichts dagegen, am Steuer zu sitzen? Das ist sehr nett von dir. Was hältst du davon, Elli? Gemacht, Pato. Elli hat sich auf einen entspannten Tag gefreut. Ah ja, viel besser. Freunde, Elli? Eine mehr kann wirklich nicht schaden, oder, Elli? Und los geht's, alle zusammen! Was ist los, Nina? Aber sicher, Pato. Du solltest besser anhalten. Du auch, Pocoyo? Großartig, das hat uns gerade noch gefehlt. Wo lang geht's zum Strand? Ah, sehr gut, Elli. Vielleicht kann er uns erklären, wie wir da hinkommen.
Aber wir sind genau wieder am gleichen Platz gelandet. Oh nein, nicht schon wieder. In der Sonne beginnen. Nun, Ellie, es geht doch nichts über einen so wundervollen Sonnenuntergang im Beisammensein mit deinen Freunden, oder? Auch wenn es ein wenig schwierig ist, an den Strand zu kommen. Tschüssi, alle! Kleiner neuer Freund. Was war das für ein eigenartiges Geräusch? Es sieht aus, als wäre das ein Besucher aus dem All, ein Alien. Wollen wir es zusammen begrüßen? Fertig? Los! Hallo, Alien! Oh je, es scheint sehr schüchtern zu sein. Es ist alles gut, du bist hier bei Freunden, kleines grünes Alien. Willkommen auf unserem Planeten. Bist du zum ersten Mal hier? Nun, dann wollen wir dich mal unseren Freunden vorstellen. Übrigens, du kommst doch in friedlicher Absicht, oder? Ich glaube, dir werden unsere Freunde sehr gefallen. Was ist denn das? Ah, das ist ja Pocoyo. Oh nein, warte, Pocoyo. Pocoyo! Hallo! Ich möchte dich mit jemandem bekannt machen. Nein, es ist über dir, Pocoyo. Pocoyo, unser kleiner Freund ist sehr schüchtern. Wir müssen also sehr freundlich zu ihm sein. Das ist besser. Ja! Pocoyo, denkst du dran? Freundlich. Kann mir vielleicht einer von euch sagen, nach wem sich das anhört? Oh nein, sein Hut ist ihm schon wieder über seine Augen gerutscht. Pato, 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 bleib stehen. Du erschreckst doch unseren neuen Freund. Warte. Das war aber knapp. Aber wo ist denn das Alien hin? Ach, da bist du ja. Also, das tut mir wirklich schrecklich leid. Pato ist sonst eigentlich nicht so. Lasst uns Ellie besuchen. Ellie! Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ellie ist wirklich sehr, sehr nett. Oje. Oje, 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 oje. Oh, das ist jetzt aber überhaupt. Gut, ich... Oh nein. Das sieht gar nicht gut aus. Freund. Freund? Hallo, kleiner Freund. Da bist du ja. Und sieh mal, da sind Ellie und Pato. Ja.
Siehst du? Sie sind vollkommen harmlos. Was meint ihr? Sollten Pocoyo und das Alien zu Elli und Pato gehen und Hallo sagen? Ja, sie sollen Hallo sagen. Oh, also das ging ja überhaupt nicht gut, was? Keine Angst. Ich glaube, du hast sie nur ein bisschen erschreckt. Ah, da kommen sie ja schon zurück. Also, ich möchte euch euren neuen Alien-Freund vorstellen. Er kommt aus dem All. Seht ihr, ich wusste es gleich. Wenn ihr euch erst einmal kennengelernt habt, seid ihr die besten Freunde. Was ist denn das? Ah, das müssen seine Eltern sein. Sind sie gekommen, um unseren kleinen Freund abzuholen? Ihr Sohn ist so ein netter kleiner Junge. Wir hatten viel Spaß mit ihm, Mama Alien. Oh, klar, verstehe. Sie sind Papa Alien. Schade, gleich reisen unsere Freunde ab und Pocoyo und Elli sind nicht hier, um sich von ihrem neuen Freund zu verabschieden. Jetzt fliegen sie los! Wie schade. Habt ihr das gesehen? Seht nur, seht! Das sind Pocoyo und Elli. Sie sind gekommen, um sich zu verabschieden. Kommt, wir wollen uns alle zusammen von den Aliens verabschieden, ja? Schön, wenn man neue Freunde findet. Macht's gut. Kommt bald wieder. Von Schmutz starren. Hallo Elli, du bereitest dir eine schöne Tasse Tee zu? Sag mal, das Wasser hat aber keine schöne Farbe. Guten Morgen, Pocoyo. Zeit, ein Bad zu nehmen. Hast du nicht etwas vergessen? Mit diesem Wasser stimmt auch etwas nicht. Hallo, Pato. Vorsicht, das Wasser hat keine sehr schöne Farbe, Pato. Sofort etwas wegen diesem Wasser unternehmen. Sehr richtig. Man muss die Wasserleitung bis an ihren Anfang zurückverfolgen. Man muss unbedingt das Wasser in diesem Weiher sauber kriegen.
dieser arme Fisch. Helfen wir ihm? Von Müll zusammen. Genial, Pato. Der Weiher wird im Nu wieder sauber sein. Ich sehe leider, dass das Wasser immer noch schmutzig ist. Eine gute Lösung. Eine tolle Leistung von euch allen. Ah, welch ein schöner Morgen an diesem wunderschönen Weiher. An euch alle, ihr lieben Leute, besten Dank für die gute Arbeit. Sommerwanderung. Was für eine Sommerhitze heute.
Berge? Genau, Pocoyo. Wäre es nicht besser, dahin zu gehen, wo es kühl ist? Wie zum Beispiel ins Gebirge? Die Berge! Pato, ich glaube, du wärst der beste Führer für unsere Expedition. Du bist auch mit der besten Ausrüstung gekommen. Ihr habt endlich den Gipfel erreicht. Wie wunderschön. Endlich, Pato, da bist du ja. Hast es schließlich geschafft. Schlag besser dein Zelt auf, so wie Pocoyo und Nina. Ah, du hast die Zeltstangen gefunden. Aber das sind ja Golfschläger. Ich befürchte, du hast den falschen Beutel mitgebracht. Keine Sorge, ich bin sicher, dass Pocoyo und Nina mit anpacken werden, Pato. Schau, Pato, ein Geschenk für dich. Ist es nicht zauberhaft? Nach allem war es ja doch ein wunderbarer Campingtrip. Gute Nacht, alle zusammen. Herr Großente. Hallo, ihr alle zusammen. Ah, und Pato. Oh, hoppla. Oje, Pato. Es sieht ganz so aus, als ob du Mühe hast, mit den anderen Schritt zu halten. Oh nein, Pato, ich meine nicht, dass es daran liegt, dass du noch zu klein bist. Was ist denn das? Oho, das ist ja eine Sonnenbrille. Und noch dazu eine Sonnenbrille für Erwachsene. Setzt man so eine Sonnenbrille auf? Nein! Und ist das richtig? Nein!
Nein! Wie sieht es damit aus? Nein! Trägt man so eine Sonnenbrille? Ja! Also, Pato, du siehst jetzt wirklich sehr elegant und sehr erwachsen aus. Was war das, Pato? Du meinst, du brauchst jetzt einen neuen Namen? Einen, der mehr so deinem neuen Stil entspricht, ja? Ich hab schon einen. Pato-Plattfuß. Wie wäre es mit Meister Quackschick? Nein, Monsieur Hütchen. Warte, jetzt hab ich's. Wie wäre es mit Herr Großente? Pato möchte wissen, ob euch der Name Herr Großente gefällt. Ja, gefällt uns. Toll. Ja, ich denke auch, das passt sehr gut. Herr Großente, der perfekte Name für eine sehr erwachsene Ente. Spielen, Pato? Ich weiß schon, was Herr Großente sagen möchte, Pocoyo. Er ist schon viel zu erwachsen, um noch mit Bausteinen zu spielen. Herr Großente, warum zeigst du Pocoyo nicht, wie erwachsen du schon bist? Oh, Pocoyo, du möchtest plötzlich auch ein Erwachsener sein? Hey, Pocoyo, du siehst jetzt aber sehr erwachsen aus. Hallo, Baby Peeps. Euch nur diese coolen Erwachsenen an. Ja, ja, Baby Pieps, wir wissen Bescheid. Du bist auch erwachsen. Tja, da sind wir nun. Alle erwachsen. Oh Mann. Drei coole Typen. Hui, hallo Elli. Ich glaube, Elli will mit euch spielen. Ach ja, das hätte ich beinahe vergessen. Wie es aussieht, sind Herr Großente und seine Kumpels viel zu erwachsen, um zu spielen. Was ist denn da los? Ah, seht mal, Elli malt mit Fingerfarben. Das ist ein Spaß. Ja, wie es scheint, sind diese drei viel zu erwachsen für Fingerfarbenmalerei und sowas. Seht mal, jetzt spielt Elli mit Bausteinen. Damit spiele ich ja am liebsten. Ach, herrlich. Es gibt einfach nichts Besseres, als mit einer famosen Eisenbahn zu spielen. Sieh mal, Herr Großente, ich weiß, ihr seid ja alle wirklich sehr erwachsen. Aber meinst du nicht, du übertreibst ein bisschen? Großente, sei doch jetzt nicht sauer. Pocoyo wusste sich nicht anders zu helfen. Er ist doch noch nicht richtig erwachsen. Er hat nur so getan, genau wie du. Hey, sieh mal, ein Ball. Warum spielst du nicht, besser gesagt, warum dribbelst du nicht ein bisschen mit dem Ball? Keine Angst, Herr Großente, Erwachsene dribbeln auch gern mal mit dem Ball herum. Was denkt ihr? Soll Pato mit seinen Freunden spielen?
Bravo, Pato. Toll, ihr Freunde. Wunderbar. Pocoyo. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Verstecken spielen. Hallo, Pat. Elli, hallo. Hast du Pato gesehen? Es sieht aus, als wäre er, hey. Was ist denn hier los? Was habt ihr denn alle? Eins. Hallo, Pocoyo. Drei. Hallo. Warum seid ihr denn alle so aufgeregt? Was macht ihr denn da? Spielen. Spielen? Was spielt ihr denn? Ah, verstehe. Ihr spielt Verstecken. Das macht Spaß. Dann lass dich nicht stören, Pocoyo. Eins, zwei. Ein gutes Versteck, Pato. Oh, da sitzt schon Elli. Fünf, sechs, sieben. Schnell, such dir ein anderes Versteck. Kleine Raupe, du sollst dich verstecken. Das hast du schon verstanden, nicht wahr? Tja, na dann. 9, 10, 11, 12, 13. Aha, das Nest von Schlummerpieps. Wirklich ein prima Versteck. Komme. Komme, fertig oder nicht? Kleine Raupe. Gefunden. Nächstes Mal hast du bestimmt mehr Glück, kleine Raupe. Lula. Aber Pocoyo Lula hat doch gar nicht mitgespielt. Es sieht ganz so aus, als ob Lula etwas gefunden hat. Elli, Pocoyo ist toll. Baby Pieps will, dass du still bist, Lula. Es geht doch ums Verstecken. Baby Pieps! Super Verstecker, aber gegen diese super Nase hattet ihr keine Chance. Du bist ein schlaues Mädchen. Mädchen. Lula findet. Also, Pocoyo, du musst zugeben, dass Lula dir unheimlich geholfen hat. Geh weg. Möchte wissen, warum du das gemacht hast, Pocoyo. Das war nicht nett von dir, Lula wegzuschicken, weißt du? Pocoyo sucht. Eine gute Idee. Geh Lula suchen. Kann einer von euch etwas sehen, das Pocoyo helfen könnte, Lula zu finden? Spuren. Folge den Fußspuren. Genau. Hier ist Lula entlang gegangen. Aber wo ist sie jetzt?
Ah, das Fliehwusch. Natürlich ein guter Gedanke, Pocoyo. Ja, noch mehr Fußspuren. Lula! Kleine Raupe? Aber wo kann Lula sein? Das ist ja interessant. Das ist der Ball. Oh, es ist so schrecklich. Die arme Lula. Wir können sie nirgends finden. Kann jemand von euch, Pocoyo, sagen, wo Lula ist? Neben dir. Gleich dort. Gefunden. Lula. Prima, Pocoyo. Toll, wenn man Freunde wiederfindet. Macht's gut. Bis bald. Pathos Unterwasserwelt. Hallo, Pocoyo. Hallo. Hallo, Elli. Pato, hallo. Hört ihr das? Ah, jetzt verstehe ich. Pato hat sich den Wecker gestellt. Hm. Das ist ja merkwürdig. Du parkst? Pato, was hast du vor? Du willst deine Freunde Fred und den Wal unter Wasser besuchen? Wie schön! Gute Idee! Dort, wo du hingehst, wirst du deine Sachen sicher brauchen. Da staunt ihr, stimmt's? Was Pato schon wieder vorhat, kann einer von euch Elli und Pocoyo sagen, wo Pato hingeht? Wal und Oktopus besuchen. Er geht unter Wasser. Tschüss, Pato! Viel Spaß! Mit Freunden unter Wasser spielen, was kann mehr Spaß machen? Nicht wahr? Was ist denn das? Ein Ball? Prima! Jetzt spielt ihr Fang den Ball! Ja! Oh, wie, es ist ganz schön schwer, unter Wasser Ball zu spielen. Ach je, dein ganzes Spielzeug schwebt davon. Womit sollt ihr denn jetzt spielen? Ah, deine Trompete. Das wird lustig. Oh nein. Offensichtlich passen Trompeten und Wasser nicht zusammen. Ah, hier ist etwas, das dich erfreuen wird. Ein Comicheft. Oh nein, es ist völlig ruiniert. Nichts mehr zu erkennen. Pato. Oje, hier unter Wasser wird sogar dein Wutanfall gebremst. Ich fürchte, Pato hat nicht so viel Spaß, wie er erwartet hat. Richtig. Ein leckeres Essen bringt wieder gute Laune zurück. Das ist bestimmt ein sehr interessantes Gericht. Seegras-Spaghetti oder sowas ähnliches. Pato will wissen, ob ihr vielleicht davon etwas essen möchtet? Nein, danke, ich nicht. Oh nein, nein, nein. Ich habe gerade, ja, ich habe schon gegessen. Du solltest kräftig reinhauen, Pato. Gut gemacht, Pato.
Oje, du willst doch nicht schon gehen, Pato. Ist es, weil du hier nicht mit deinem Spielzeug spielen kannst? Oder magst du das Essen hier nicht? Ich vermute, du vermisst dein Zuhause, stimmt's? Wie es aussieht, macht der Wal mit dir noch eine kleine Spazierfahrt, bevor du gehst. Er will dir zeigen, wie schön es unter Wasser ist. Ui! Ja, das ist ein Spaß, was? Da ist noch etwas, das der Wal dir zeigen will, bevor du gehst, Pato. Eine Blase. Sieh dir das an! Du kannst darin Ball spielen, ganz wie zu Hause. Und was ist das? Schwämme? Ein Schwampolin? Was für ein Spaß! Jetzt sieht es so aus, als ob Pato wirklich Freude hat. Was meint ihr? Gefällt es Pato unter Wasser? Ja, es ist lustig. Es gefällt ihm. Och, was ist das? Eine riesige Muschel. Ob etwas drin ist? Ja! Das sind ja Pocoyo und Ellie. Toll, wenn man was Neues kennenlernt. Mit seinen Freunden unter Wasser. Mach's gut, bis bald. In der Fremde. Oh, seht nur. Da sind Pocoyo, Pato und Baby Pieps. Hallo alle zusammen. Hallo. Wo wollt ihr denn mit dem Fliehbusch hin? Zu Besuch. Ah, ihr wollt euren neuen Alien-Freund besuchen. Kommt, wir wollen Pocoyo helfen, seinen Alien-Freund zu finden. Ruft alle ganz laut, wenn ihr ihn seht. Da ist er! Hallo, Alien! Da ist er! Da! Sieh doch, Pocoyo! Ach, ihr habt euch gefunden. Wie schön. Wie es scheint, will dein Alien-Freund dir diesmal seinen Planeten zeigen. Also wirklich, diese Landschaft sieht nicht nur gut aus, sie hört sich auch noch gut an. Pocoyo, dein Alien will dir noch mehr zeigen. Tschüss. Ach, was für eine schöne Aussicht auf die Planeten hat man hier. Oh, ist das hier ein Knopf? Was meint ihr? Soll Pocoyo einfach auf den Knopf drücken? Ja, drück den Knopf. Oh, habt ihr das gesehen? Oh, fantastisch! Seht nur, wie Baby Piep sich freut! Blasen aus einem Krater? Das ist ja ein ganz erstaunlicher Planet. Oh nein.
Oh je, das sieht aber gar nicht gut aus. Wo ist er denn hin? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, wo sein Alienfreund ist? Dreh dich um! Hinter dir! Ja, puh, da ist er ja. Eine ausgezeichnete Idee, Pocoyo. Und weiter geht's. Was ist denn das? Ein Wald voller Bäume? Wie? Was meinst du, Alienfreund? Du sagst, wir hätten uns verlaufen? Pocoyo hat einen Plan. Dort entlang. Pocoyo, du bist dir ganz sicher, dass das der richtige Weg ist? Wir haben uns also verlaufen. Aber das ist doch kein Grund zur Panik, Pocoyo. Lasst uns nachdenken. Die Blasen. Solche haben wir doch heute schon mal gesehen. Die Blasenkrater. Toll, du hast sie gefunden. Eine großartige Idee. Von hier oben kannst du gut sehen, wo ihr seid. Also, wollen doch mal sehen. Erkennst du irgendetwas wieder? Seltsame Bäume und ein paar blinkende Planeten? Könnt ihr vielleicht Pocoyo sagen, ob ihr etwas wiedererkennt? Ja, Planeten. Die blinkenden Planeten. Ganz richtig. Die blinkenden Planeten haben wir schon einmal gesehen. Also los, in diese Richtung. Baby Pieps. Hallo? Was ist denn das? Das klingt so, als ob da einer trommelt. Na, Pocoyo, was denkst du, wer trommelt da? Pato! Genau, das ist Pato. Bravo! Du hast ihn gefunden. Moment mal, wo ist denn unser Alienfreund wieder hingerannt? Ah, er hat das Fliehbusch gefunden. Wunderbar, Pocoyo. Du hast ganz allein den Weg gefunden. Macht's gut und bis bald. Pocoyos Entdeckung. Hallo, Pocoyo. Hallo. Hast du das gesehen? Weißt du, was das war? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, was das ist? Das ist ein alter Reifen. Das ist richtig. Das ist ein alter Reifen, den jemand weggeworfen hat. Was hast du denn da? Einen kaputten Wecker? Und was willst du damit machen? Ah, ich verstehe. Du wirfst ihn weg. Nun, warum auch nicht? Mehr! Mehr? Es scheint, als ob Schlummerpieps auch etwas Müll loswerden möchte. Na, wie es aussieht, will da jeder mitmachen. Aufräumen kann auch Spaß machen. Und es ist sicher ein gutes Gefühl, all den alten Kram loszuwerden. Wer ist denn da? Kleine Raupe. Oje. Ich fürchte, dass es vor deiner Haustür gerade ein wenig unordentlich ist. Hm.
Pato, du hast gerade den ganzen Müll ins Wasser geworfen. Die Eier riechen lecker, stimmt's, Fred? Ich verstehe dich, Fred. Keiner mag Müll auf seinem Spiegelei. Aber wie willst du den alten Kram wieder loswerden? Du meine Güte, so viel Müll! Ganz meine Meinung, Pocoyo. Ich mag es überhaupt nicht, wenn plötzlich Abfälle auf meine Bausteine fallen. Oder würde es euch etwa gefallen, wenn ein Berg voller Müll auf eurem Spielplatz landet? Nein, gar Was machst du da, Pocoyo? Ah, verstehe. Du willst dem Müll folgen, um herauszubekommen, wo er am Ende landet. Prima Idee. Der Müll wandert immer von einem zum anderen, weil jeder ihn zum nächsten wirft. Aber das alte kaputte Zeug immer im Kreis herumzuwerfen, hilft doch gar nichts, oder? Was können wir denn da nur machen? Ich glaube, Pocoyo hat einen Weg gefunden, wie man das Problem lösen kann. Anstatt den alten Kram einfach wegzuwerfen, hast du dir überlegt, wie man ihn doch noch irgendwie benutzen kann. Bravo, Pocoyo! Ihr alle habt das prima hinbekommen. Macht's gut! Bis bald!